Aus Sicht des Produktmanagements ist natürlich der Einsatz der neuen Technologie für uns unheimlich spannend. Denn in dem Moment, in dem wir mehr Metalle aus der Asche herausholen, wird natürlich auch die Asche selber, das was übrig bleibt, wesentlich sauberer. Und wenn wir bedenken, dass wir ja grundsätzlich aus der Hausmüllverbrennungsasche alles an Rohstoffen zurückholen wollen, was irgendwie geht, dann hilft uns natürlich einmal diese neue Technologie, mit der wir mehr NE, also Nicht-Eisenmetalle aus der Asche holen, unheimlich, um auch einen finanziellen Mehrwert gleichzeitig zu erfassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir gleichzeitig die Hausmüllverbrennungsasche weiter behandeln. Das machen wir zum Beispiel, indem wir unsere hydromechanische Technologie einsetzen. Das ist eine Art von Waschmaschine, wo wir die Asche einfach weiter reinigen. Und das zusammen mit der von uns eingesetzten 3D-Siebtechnologie zum Beispiel, bringt mittlerweile Baustoffqualitäten, die wir in den Niederlanden schon in Asphalt und Beton einsetzen. Das machen wir unter der Marke Granova, um damit auch gleichzeitig die Akzeptanz für das Material zu fördern. Und auch sicherzustellen, dass in Zukunft der Einsatz in diesen hochwertigen Anwendungsgebieten steigt.